Hallo und herzlich willkommen zu später Stunde. Ich habe hier was Feines, was ganz, 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 ganz Feines, nämlich einen Glenmorangie Burghalter mit 46 Volumenprozent. Es ist ja ein wunderbarer Whisky seit 1. Februar 2017 auf den Markt. Ich komme leider erst einen Monat später dazu, diesen Whisky zu probieren, und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich bei der Aussendung dabei sein durfte. Und ja, freue mich jetzt irre auf dieses wunder, wunder, wunderbare Getränk. Also, der Burghalter Glenmorangie. Oh, wow. The Orangey in Morangie. Ich mache mal auf, und hier sehen wir die Flasche, das Fläschchen, zumindest die Abbildung der Flasche. Kostet im Laden etwa 85 Euro, also hossa, hossa, hossa. Was habe ich hier in dieser Überraschungspaket drin? Ich habe hier das Nosing Glass, das Tasting Glass, einen USB-Stick mit den entsprechenden Presseinformationen. Die habe ich auch hier, damit ich weiß, von was ich rede. Und na hier, die Probe, die Sample, wie es so schön heißt. Und mach das mal auf. Uiuiui. Sehr, sehr schön. Die Farbe ist ein leichter Goldton. Burghalter. Oh, das ist toll. Und ich habe natürlich hier ein Glas. Und ich mache jetzt mal dieses Glas raus. Herzlichen Dank, dass ich übrigens sowas bekomme. Also, ich habe das Glas vorher gespült. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich das Ding jetzt mache. Also, wäre jetzt dieses Gläschen, dieses wunderbare Tröpfchen, ein bisschen einschenken. Na, gehst du auf? Ja, geht auf. Ich krieg das nicht auf, ich krieg's nicht auf, ich krieg's nicht auf. Oh Gott, ich habe hier eine wunderbare Flasche und krieg sie nicht auf. Was soll denn das? Ah. Tja, also es gibt wohl kein Whisky-Tasting. Ich werde bei geschlossener Flasche. Schaut euch das mal an. Ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf. Ah, jetzt ist auf. Okay, sorry. Ordentlich wieder. Also hier. Nur ein winziges Tröpfchen. Morgen ist ja. Oh na. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Geruch. Ein intensiver, süßer, süßer Honig. Aromen von reifen Aprikosen und Met. Und in der zuständigen Pressemitteilung steht auch noch von mineralischen Noten, was immer auch das ist. Was sind mineralische Noten? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Gefolgt von weißer Schokolade. Also Aprikosen, ja. Met, ja. Honig, ja. Weiße Schokolade. Naja, okay. Also. Okay, probiere ich mal. Sowohl 46 Prozent, also es ist schon, ja, gereift in ehemaligen Bourbonfässern und Anschluss extra gereift in speziell angefertigten Fässern. Also. Freunde, 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 Freunde. Im Gaumen lese ich anfangs Minze Toffee. Gebackene Früchte mit karamellisierten Orangen, Aprikosen. Ja, das passt. Erkenne ich. Viel Honig? Ja, auf jeden Fall. Honig, meine Welt. Mandeln und Datteln. Ein reichhaltiges, sirupfrüchtiges Finish mit Marzipan, weißen Pfeffer und Honigmelone sowie karamellisierten Zitrusfrüchten und Birne. Wer schreibt denn so ein Zeug? Und wer schmeckt denn das? Das ist ja interessant. Also jetzt nochmal. Ich muss mich jetzt auf eure Kosten da leider. Ja. Kalter, war kalter.
Glenmorangie bei Kalter. Freunde, ich muss auf die Jagd gehen nach ein paar Flaschen. Wahnsinn. Also, ich will jetzt gar nicht viel Pressemitteilung vorlesen und interpretieren. Ich will jetzt einfach genießen. Und ich fordere euch auf, Freunde, genießt mit mir, weil wieder ein starkes Ding von Glenmorangie. Oh, ein wunderbarer Single Malt. Und die Schotten können es halt einfach. Also, auf euer Wohl mit Glenmorangie Bacalta. 46% Volumen. Boah, super. Der Hammer.